So, und da sind wir auch wieder bei Duckhart, immer noch bei dem gleichen wunderschönen Rätsel. Machen wir erstmal das, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so gut, was diese Art von Rätseln angeht. Na bitte. Eingreifen, ey. Und das brauchen wir wofür? Der Arm hat einen Wichsgriffel. Gucken wir mal. Ah, genau. Hier. Oder nicht. Ein Stock. Das Eis ist viel zu tief im Loch. Wie kann ich denn das nur erreichen? Indem wir jetzt hier alles miteinander verbinden. Und dann haben wir einen Besen. Aha. Wir halten jetzt eine Feder. Die Feder hauen wir mal den guten Kerl hier in den Kopf rein. Und erhalten eine Zauberschriftrolle. Jetzt freut er sich. Wofür soll die sein? Nein. Hierfür? Nein. Können wir mit Wind hochpusten? Nein. Oder die Erde anheben? Nein. Das funktioniert nicht. Überall Runen. Hilft dem Greif? Ich glaube, sie bittet mich, etwas für sie zu finden. Haben wir hier einen Galgen? Ach so ist das gemeint. Aha. Also so ein Seil, so eine Schlaufe und eine Schlange suchen wir. Ja, da ist die Schlange. Und da ist... Ja. Die Schnecke habe ich gesehen, den Schmetterling auch und den Tanzapfen habe ich auch irgendwo gesehen, da. So, Schwert habe ich gesehen, Feder und Pilz. Menschen aus der alten Stadt haben meine Eier gestohlen. Wenn du hier durch willst, bring sie mir zurück. Okay, ja. Eins haben wir schon mal zurückgegeben, jetzt haben wir keine Items mehr. Okay, wir lassen das Wasser einfach einsteigen. Okay, das geht natürlich auch. Hätte man natürlich von selbstverständlich sofort drauf kommen können, aber... Ich spiele ja nun mal.
Tja, fast. So, das ist schon mal ganz weg. Eingreifen, ey. Danke, Wanderer. Viel Glück auf deiner Reise. Wo hat der eigentlich die Eier hingemacht? Oder die? Was ist das denn jetzt? Klauen wir erstmal. Den wunderbaren Ureinwohner Bauholz, selbstverständlich. I found a strange village. The people seemed quite friendly, yet they did not speak. No one spoke even a single word. Das haben sie auch nichts dagegen, wenn wir Sachen umlagern. Geflochtener Korb. Ein scharfer Knochen. This wall, it was huge. I had no idea who built it or why. To protect something from the village? Or to protect the village from something beyond the wall? Sieht nach Drache aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber was weiß ich schon. Baue das Boot. Okay, Bauholz brauche ich auch nicht. Was ein wunderbares Segelboot eingehen. Ich muss ihn aber irgendwie erstmal zurechtschneiden. Dazu eignet sich eine Säge. Die wir scheinbar momentan erstmal nicht haben. Diese schöne Form könnte sich nicht sicher erweisen, aber wie soll ich den abnehmen? Mit einem scharfen Knochen. Vorhang. Ich muss die Fackel entzünden. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das eigentlich überhaupt nicht mag, die Dinger. Ach, leck mich doch, ey. Oh, hoppala, das wollte ich gar nicht machen.
Ich habe einmal die Boot abgefackelt. Oh, doch nicht. Das ist mal ein ganz anderes Möbelbild. Interessant. Ein Ballon, Horn, Schwert. Da ist ein Ballon. Ist ein schönes Horn? Nee. Horn, Schwert, Vogel, Scheuche, Schmetterling, Kristalle, Burg, Kamel, Pferd, Wal, Windrose und Horusauge. Das war ein Dromedar und kein Kamel. Kerze? Nee. Schwert aber, da ist es. Um Gottes Willen. Du bist ein Horn, okay. Schlüssel brauchen wir nicht. Schmetterling, da sind Kristalle. Hier ist ein Wal. Schlange? Nee. Aber eine Vogelscheuche brauchen wir noch. Schmetterling. Burg, Pferd. Pferd habe ich gesehen. So scheiß Pferd hin, da. Windrose, das ist ja für gewöhnlich sowas wie ein Wirbelsturm. Da ist die Burg. Aber es kann natürlich auch eine normale Rose sein. Oder auch nicht. Und sie fragt, was verstehen wir? Windrose, natürlich ein dieses Kompass-Symbol. Eine Säge, ein Komm aus dem Dorf. Gucken wir mal, was wir uns hier raus. Mhm. Juhu, ich habe ein Segel. Na dann, wollen wir mal segeln. Wow, was für ein Multikulti-Druide, ey. Der kann ja alles. So, jetzt müssen sie noch ausgehöhlt werden. Dafür. The village elder was preparing something. From the drawings on the walls, I saw it was a sacrifice ritual. But who was to be the victim? I sensed it was to be me. I must hurry away from here. My path lies across the sea. Okay, ja, das ist richtig, aber trotzdem benötigen wir noch... Ach so, ah, sowas ist das. Ey, was ist das denn hier, ey? Der hier so weg. Dann ist der hier. Der kann nicht, aber der kann. Ach, der hier. So, jetzt der hier, dann der hier und jetzt dahin. Und wir halten eine Drechsel, ja. Das brauchen wir selbstverständlich, um das Boot hier jetzt auszuhöhlen. Natürlich, jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch Bauholz, genau. Und ein Segel. Das ist tatsächlich ein ziemlich harter Druide. So, und jetzt? I headed to the south, where I could see the Skull Mountain. I decided to stay there. I was lost in thought, trying to think what to do next. Then I met you, and I realized that the magician must be stopped. The rest you know. Okay. Das war jetzt ein sehr abruptes Ende, wie ich fand. Ich meine, an und für sich fand ich das Spiel jetzt gar nicht mal so schlecht. Nur eins muss ich tatsächlich kritisieren, und zwar, dass
wie das Spiel zu Ende kam. Das war dann doch relativ schnell und abrupt. Da hätte man noch ein bisschen was nachlegen können, aber na gut, man kann ja nicht alles haben. An und für sich, es war natürlich sehr gut gemacht, das steht außer Frage, nur halt, jetzt, ich fand das Spiel war ein bisschen zu kurz, um es so zu sagen. Ja, also von der Länge, von der rein von der Spieldauer her hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwünscht oder erhofft. Aber nun gut, kann man jetzt auch nicht ändern. Wir haben jetzt Hauptspiel, wir haben die Eltern gerettet von der Eden und wir haben herausgefunden, wie der Druide zu seiner Macht kam. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Wimmelbild, Let's Play, whatever, wieder. Bis dahin, ciao!